Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein-verstehen.de. Ja, wir trinken was, komm. Hier, wir haben noch zwei Weine. Mein Glas ist schon. Ja, wir haben noch zwei Weine. Wir machen jetzt einen grünen Veltliner. Hammel war ja in Österreich, wissen wir ja. Wir haben jetzt einen grünen Veltliner Halbstück. Ein Doppelstück. Denke ich dir mal ein hier. So, folgende Situation. Ich habe knapp 2 Hektar grünen Veltliner draußen als Klosterneuburger Pflichtsache. Ein Stück Wein in der Pfalz ist 1200 Liter. Das ist also eine Maßeinheit. Es gibt Fässer, die eben diese 1200 Liter beinhalten. 1200 Liter ist ein Stückfass. Ein Halbstück ist dann 600 Liter und ein Doppelstück ist 2400 Liter. Und das ist ein Doppelstückfass. Da gehen 2400 Liter rein. So, so far so gut. Der Wein ist da drin vergoren, ausgebaut und ist komplett aus dem Holz. So, hat aber eine Besonderheit. Weingut Winninger, Wien, Biodynamist. Der darf keine Reinzuchthefe verwenden. Das sind die Statuten seines Verbandes. Ja. Und da ist natürlich schon die Gefahr groß, dass viele Weine hängen bleiben in der Gärung, dass sie es nicht schaffen bis zum Ende der Gärung, dass sie mit Restzucker hängen bleiben. Das will man nicht. Vor allem bei den ganz oberen Top-Qualitäten, aber die kommen ja oftmals mit hohen KMW-Zahlen ins Haus. Er hat eben ist übrigens auch ein schönes Beispiel, wie Reinzuchthefe nämlich entsteht. Ja, für die Kritiker, die da immer so rumeiern. Er hat 2 Holzfässer im Keller, die gären immer durch. Da sitzt also eine Flora drin, die kann richtig was, die verträgt viel Alkohol. Das ist so der echte Wiener Flora, die verträgt Fett und Alkohol. Ja, die Wurst, ne? Und genau, ne? Ein braufettes Brot und ein viel Wein. Ja, ja, ja sicher, das Leberl muss schon noch was hakeln. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass er sagt, das geht immer durch. Und dann hat er praktisch das Gelege unten, was ich dann abgesetzt habe, wie beim Weizenbier unten die Hefe, rausgenommen, hat es in ein Top-Labor bringen lassen, nämlich das Institut für Weinbau in Eisenstadt. Das ist am Neusiedler See, oder? Richtig, genau, wo man auch seinen Master machen kann in Önologie. Die haben eine sehr, sehr gute Mikrobiologie. Und die haben dann unter dem Mikroskop, die Hefen sehen nämlich alle gleich, alle verschieden aus, Entschuldigung. Also Hefen kann man sehr gut unterscheiden im Habitus, so wie ich anders aussehe wie du. Wir sind beide Menschen, aber wir sehen unterschiedlich aus. Und von daher gesehen ist es bei den Hefen auch so. Und die größte Population ist die für die Gärung verantwortlich waren. Da hat man die auf die Seite ein paar Zellen und hat die dann in einen pasteurisierten Traubensaft gesetzt, dass da nicht noch andere Zellen mit drin rumschwimmen. Und dann sprost die Hefe, die teilt es ja nicht, die sprost. Dann hat die wieder angefangen zu leben, zu sprossen, zu wachsen und zu tun. Und damit hat man eine Reinzuchthefe eben selektioniert. Genauso läuft es mit allen anderen Reinzuchthefen auch. Und dann hat er seine eigene Reinzuchthefe gemacht, von der er weiß, es geht gut, die kommt aus meinem eigenen Keller, aus meinem Fass, da unten habe ich die raus. Er sagt, Nussberger Wein war das, ja, Nussberg, wahrscheinlich Nussberghefe. Die Wiener Lage. Genau, die berühmte Wiener Lage, ist auch übrigens optisch wahnsinns leckerbissen, weil das ist Feng Shui pur. Also ich glaube, da waren mal die Asiaten zuerst, sind dann mit der tektonischen Platte abgedriftet, später rüber gen Osten, aber die waren erst in Wien, haben sich das angeschaut und haben dann später ihre Feng Shui-Gärten da gemacht oder so, weil das hat dieses Wellige und dieses, es ist einfach fürs Herz und da oben sitzen und da Speckbrot und ein Viertel Wein und dann auf die Stadt runterschauen. Alter, das ist ein Wahnsinn. Da bist du deppert, Alter. Das ist so schön. Da trinkst du einen Wein und alles ist super. Ja, es ist wirklich super. Es ist wirklich super. Leiwand. Es ist Leiwand. Leiwand. Leiwand, so schaut es aus, genau. Und Tatsache ist am Ende vom Tag, dass er zu mir gesagt hat, willst du die Hefe mal ausprobieren? Das war natürlich für mich eine Riesenshow. Und dann sind wir nach Eisenstadt gefahren, haben die Hefe abgeholt und ich habe also diesen Wein mit dieser Hefe vergoren aus dem Wiener Nussberg. Die gibt es nur einmal, das ist eine einmalige Hefe bei Winninger aus dem Haus
Und ich liebe diesen Wein, er ist total klasse geworden, das ist wirklich ein super Wein, der jetzt Spaß macht als 17er, lange auf der Vollhefe war, aufgerührt, der mir jetzt Freude bereitet. Also ich mag auch schon, wenn die Weine dann mal 2-3 Jahre auf der Flasche sind. Ich mag sehr gern junge Weine, frisch, fruchtig, aber solche Weine können auch gut reifen, weil sie nicht wirklich in dem Sinn diese Oxidation oder so kriegen oder Firne, sondern weil sie eine feine Reife kriegen. Das Frucht ist weiterhin da, ist auch die Frische da, aber sie ist anders, ja. Und es macht mir große Freude und das ist natürlich für mich eine große Emotionalität und ich danke hier nochmal dem lieben Fritz, den ich jetzt seit, ich sag mal was, 37 Jahren kenne und schätze, dass er mir die Ehre erwiesen hat und das Vertrauen, dass ich seine Hefe habe, hier benutzen dürfen. Und Vienna meet Pfalz, ja, Yeast-wise, und es ist der Wein jetzt im Glas. Und ich sag mal hier Saluta. Salut. Das Holzfass ist aus Johannes Kreuzeiche. Johannes Kreuzeiche ist eine Eiche, die wächst hier oben im Pfälzerwald. Ein kleines Dorf neben Kaiserslautern. Johannes Kreuz. Das Fass ist gebaut in Bad Dürkheim, also alles very local. Und bei der Firma Eder. Und diese Eiche ist eine der besten Eichen überhaupt für Fassholz. Da steht auch Frankreich-Schlange. Das wird versteigert in Versteigerungen durchs Forstamt. Das kannst du nicht einfach kaufen. Die Eichen wachsen auf Buntsandstein. Das heißt, sehr karg. Wenn da der Regen drauf fällt, saugt der Sandstein den Regen sehr schnell weg. Das heißt, sie wachsen sehr langsam. Und die Top-Eichen da oben für Fässer sind gepflanzt Napoleons Zeit. Die sind 300 bis zu 300 Jahre alt. Alter Vater, ist das geil. Also das ist schon Gänsehaut pur. Ja. Und das ist, ein 2400 Liter Fass aus Johannes Kreuzer-Eiche. Und ist natürlich auch mein Augenstern noch ein Stück weit mit. Der, genau. Was für einen Boden hat der grüne Veltliner? Das hier, ja, der steht auf 3 verschiedenen Standorten. Ah. Den wollte ich nicht auf einen einzigen Boden setzen. Kalk macht Spaß. Lehm löst macht Spaß. Kies. Ja, nicht vergessen, die Pfalz, der Rheingraben war mal ein eiszeitliches Meer. Das heißt, wir finden ja bei uns noch Haifischzähne und lauter solche Fossilien hier bei uns. Ja, klar. Na, so. Und der Rand von dem Meer ist ja Beach. Und deswegen haben wir sehr viel Beach-Vineyard. Ich sage mal Beach-Vineyard. Das heißt, wir haben Sand, wir haben Kies, ja, wir haben Kalkstein, teilweise purer Kalkstein, ja. Das ist schon sehr geil, aber wir haben auch sehr viel Mischböden, ja, Lehm, Löss und so weiter. Es gibt Buntsandstein, gibt es relativ wenig eigentlich, muss man fairerweise sagen. Und es gibt natürlich auch ein bisschen Vulkanverwitterung, den gibt es ja nur an einem Platz, meines Wissens, das ist der Forster Pechstein. Forst ist sowieso das Geilste vom Geilen. Also Forst ist Mekka, ja. Forst ist der Petersdom, so nach dem Motto, ja. Wir haben eine ganz gute Dorfkirche, die ist auch okay, ja, alles gut, ne? Aber Forst ist natürlich das Geilste vom Geilen. Kennst du Lukashof? Ja, natürlich. Ach, ja, Podcast top. Gemacht. Ja, großartig. Das ist, der liebe Gott hat gesagt, Riesling, wo setze ich den hin? Und dann hat er mit dem Finger auch dahin gezeigt. Natürlich auch auf die Mosel, hat er auch gezeigt, hat auch nach Oregon gezeigt ein bisschen und so. Ja, aber die Pfalz ist natürlich, das ist unser Pfalz, das ist der Riesling, das ist einfach geil. Das ist klar, ja. Wobei, ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich schon erwähnt habe, Müller-Thurgau wird hier so geil, weil er diese Frucht kriegt und Dinge, so auch wie Sauvignon Blanc, wie auch Gewürztraminer, by the way. Ja. Kurze Unterbrechung, die Zuhörer, ja. Die müssen jetzt und immer... Und Zuhörerinnen, das muss man heute immer dazu sagen, Schatzi. Richtig. Genau. Die müssen jetzt immer, wenn du sagst, trinken wir Müller-Thurgau, ja. Selbst trinken. Die müssen immer selbst trinken, ganz klar. Und immer eine neue Flasche aufmachen. Ja. Die muss dann aber weg sein. Ich lasse ja zwischendrin genug Zeit. Kleine Trink-Challenge. Ja, genau. Die Flasche muss dann weg sein und dann ist alles gut. Nein, ist schon geil. Das Absolut. Ist schon geil. Ja, das war Grüner Veltliner mit Hefe aus Vienna. So, jetzt haben wir noch einen Wein. Und zwar, ich mache ein Drittel Rosé im Betrieb. Unser Weingut war bis 1950 reines Rotweingut. Hier gab es nur Rotwein aus der Rebsorte Blauer Portugieser. Der Rotwein war ja noch vor dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt gehen wir mal ganz zurück, auch Erster Weltkrieg, von so, ja, Kaiserzeit, Weimarer Republik und so, war der Rotwein der Wein für die, ich sage bewusst nicht ärmere Bevölkerung, weil arme Leute konnten gar keinen Wein trinken. Gar keinen.
Da gab es keinen Wein für. Heute kann sich jeder Wein leisten. Und ich finde es auch gut. Es gibt genug Leute, die sagen, das finden sie scheiße, weil das würde den Wein so entwerten, dass sich heute jeder, heute kann sich ja jeder Wein leisten hier. Den gibt es ja überall und dann Aldi und 1,49 und so. Sicherlich ist es nicht immer toll mit 1,99. Das ist oberscheiße, weil eine Flasche Wein muss mindestens 5 Euro kosten, sonst ist es alles scheiße. Darf ich du kurz einschalten? Ja, bitte. Weil du es gerade sagst, ja, daher kommt auch der Spruch Bier auf Wein, lass das sein. Weil sich die Leute das damals nicht leisten konnten, Wein zu trinken. Die haben alle Bier getrunken. Ja, aber die armen Leute haben schlechtes Bier getrunken. Dünnbier. Also nicht mal gut. Genau so ist es. Dünnbier. War aber bekömmlicher als das Wasser, was es damals gab im Mittelalter. Ja, das ist ja klar, weil da war natürlich Alkohol drin. Und das ist der Effekt aus der Römerzeit. Die Römer hatten ja auch das Recht auf 1,7 Liter Wein pro Tag. Und deswegen musste auch der Wein hierher. Und der wurde gemischt mit Wasser, damit das Wasser überhaupt trinkbar war. Das muss man mal fairerweise sagen. Da war ja immer alles da reingeschmissen. Tote Pferde und die Oma und egal, wer da gestorben ist und so weiter. Ja. Entbunden da drin und anschließend getrunken. Das geht halt nicht. Aber es geht schon. Es geht, aber es ist nicht sehr zuträglich. Aber was ich damit sagen will, ist am Ende vom Tag, wir haben nur Rotwein gemacht. Wir sind eine reine Rotweingegend. Und nach dem Zweiten Weltkrieg dann mit Weißwein begonnen. Ich habe noch 4 Hektar stehen, Pflanzjahr 51 bis 54. Das bleibt auch noch, das kann ich mir leisten. Die tragen ja noch gut, wenn man sagt, ah, die tragen ja nichts mehr und so, die tragen noch. Übrigens, davon ist auch Müller-Thurgau ein Stück. Alles wunderbar, ja, das ist super. Wir haben unseren ersten Traktor bekommen 1948, bis dahin haben wir ja mit dem Pferd gearbeitet. Den Traktor haben wir damals bezahlt mit 4000 Flaschen Portugieser Rotwein. Die wurden, Währungsreform gab es ja noch nicht, die Reichsmark war nichts wert. Und dieser Wein wurde direkt dem Vorstandsvorsitzenden der Mannheimer Motorenwerke ins Privathaus geliefert. Und zwar, indem man 2 Pferdefuhrwerke hier angespannt hat. Auf jedem kam der Wein hinten drauf. Dann wurde es mit Bauschlacke überdeckt. Dann ist man vom französisch besetzten Sektor, hier Kirchheim war mal französisch besetzt, drüber in den amerikanischen Sektor, über die Brücke Ludwigshafen rüber. In der amerikanischen Sektor, da ist man durchgewunken worden, ne? So, die Bauern, die haben da so Baumaterial dabei, dass da unten drunter Wein war, haben die ja nicht gesehen, da haben die nicht mehr jeden kontrolliert, 1947 oder so oder 48, dann sind die rüber und dann haben wir aus den Mannheimer Motorenwerken beziehungsweise was Lanz-Lanzwerke, was heute John Deere ist, ja, heute wird dort John Deere gebaut, haben wir unseren ersten Traktor bekommen. Ein Lanz-Bulldog und der hat das Pferd abgelöst. 10 Jahre sind Pferd und Traktor nebenher gelaufen. Dann war das Pferd komplett durch den Traktor übersetzt und mein Großvater hat damals das Buch gelesen Weinbau einmal anders von Laurenz Moser, war total begeistert und hat gesagt, genauso machen wir es, wie das der Lenz Moser geschrieben hat, wir machen jetzt Drahtrahmenweinberge, 3,60 Meter Zeilenbreite, ja, und da können wir mit dem Traktor schön durchfahren und so weiter und so fort, und dann hat er auch mit dem Herrn Moser korrespondiert und er war auch bei uns im Weingut dann in den 60er Jahren, hat mein Großvater hier besucht, ja, oder Anfang der 60er hat ihn hier besucht, war ich noch nicht auf der Welt. Und von diesen Weinbergen, diesen allerersten Drahtrahmenweinbergen, die heute Standard in der Welt sind, was der Herr Laurenz Moser erfunden hat, das ist sein Werk, er hat den Weinbau weltweit dadurch revolutioniert. Von diesen Weinbergen habe ich noch, haben wir noch so irgendwo knapp 4 Hektar da rumstehe und es bleibt auch erstmal so und einen haben wir jetzt so ein bisschen gemacht auf so Stiftschnitt, also den tun wir gar nicht mehr so schneiden eigentlich mit einer Rute und anbinden, sondern den lassen wir so ein bisschen sich überlassen, dass sie so ein bisschen sich selbst sei mal ein Stück weit, also mit dem Stiftschnitt, jetzt kein Minimalschnitt, beim Stiftschnitt, der ist auch wirklich alt. Also das ist ein alter Burschi, ein Riesling und der steht auf Kies. Kies, Lehm, löst so ein bisschen durcheinander und nebendran ist mein Top Pinot Noir, Spätburgunder. Ja, macht Spaß. Alles gut. Der ist Pflanzjahr 74. Das ist noch ein Geisenheimer Klon, der da steht. Da hat mein Vater damals bevorzugt, was auch vollkommen in Ordnung ist. Nein, also so, die haben wir noch. Und in welchem Zusammenhang wollte ich das sagen? Weiß ich gar nicht mehr. Jetzt gibt's Rosé. Ah ja, stimmt, ja, wir hatten nur Rotwein, ganz genau. Und da bin ich groß geworden. So, und ich habe schon immer Rosé geliebt. Schon immer. Also es ist ja so, ich komme ja vom Dorf. Ich habe mit 13 hier zu rauchen angefangen, das war normal, komme vom Dorf. Ja. Also mit 14 erster Vollrausch, vollkommen normal. Mit Cola Rot, ja, mit Cola Rot angefangen, mit süßen Kabinett, Müller-Thurgau Kabinett. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, ihr sollt Müller-Thurgau trinken. Neuleininger Sonnenberg hieß der. Müller-Thurgau Kabinett, damals hatten die Kabinett
23 Gramm, 22 Gramm, 21 Gramm, nicht so wie heute 60, 70 Gramm. Ja, so, das war sehr süffiges Zeug, da haben wir eine Flasche aus dem Lager geklaut, haben Weinprobe gespielt und so. Gut, dann mit 15 Mofa und so, und dann haben wir dann Cola-Bier und Cola-Rot gesoffen. Ich war ein riesen Cola-Rot-Fan, konnte mir nie vorstellen, dass jemand Cola-Weiß trinkt. Also ein paar Leute haben auch Cola-Weiß getrunken, ich fand das ja unfassbar. Und dann lief dann Deep Purple und dann haben wir ja selbstgedrehte Kippen geraucht und Cola-Rot getrunken und Weißherbst. Weißherbst fand ich immer toll. Warum? Ich habe schon von meiner Mutter aus, die hat großen Wert drauf gelegt, dass die Buben mit 10 ungefähr einen Knopf annähen können, einen Koffer packen und Bett beziehen und sich was zu essen machen. Also immer mit dem Verweis, schaut euren Vater an, wollt ihr so werden? Und wir dann, oh Gott, nein, weil dann hängst du am Rockzipfel einer Frau. Das hat meine Mutter immer gesagt, Rockzipfel von einer Frau hängen ist scheiße, ihr müsst unabhängig sein und das müsst ihr können. Und deswegen bin ich früh zum Kochen gekommen. Also ich habe immer gerne gekocht. Ich habe auch im Kindergarten immer mit Mädels in der Kinderküche rumgeeiert. Die rochen auch besser als die Buben. Und kommen schon wieder zum Geruch. Und kochen liebe ich. Und für mich war schon immer Rosé, so ein Mediterraner, so, das war so ein heimeliger Wein, der auch so zu allem passt und der immer so Sommer und so Happy Feeling ausgestrahlt hat. Schon allein durch die Farbe und allem, ja. Und deswegen habe ich meine große Liebe mir auch zur Passion gemacht und immer weiter ausgedehnt. Und es ist so, dass wir heute in diesem Betrieb 30% Rosé-Anteil haben. Das ist nicht wenig. Ja, wir machen immerhin 1 Million Flaschen im Jahr und da sind irgendwo 30% Rosé ein Wort zum Sonntag. Und einer dieser Rosés, es gibt mehrere, der heißt für mich soll's rote Rosen regnen. Und der ist 30% im Barrique ausgebaut und Tourneau, 70% im Stahl. Der bleibt dann 7-8 Monate auf der Vollhefe und dann wird er abgefüllt. Und der ist jetzt letzte Woche gefüllt worden. Letzte Woche, der ist also ganz frisch auf der Flasche. Ja, es ist ein toller Rosé zum Fleisch. Weil ich bin nicht so der Fan der Provence-Rosé-Geschichte, sondern eher Spanien. Ich mag gerne diese Syrah, Tempranillo-getriebenen, vielleicht auch mit einem Hint of Cabernet Rosés drin, mit Farbe, mit Dampf, mit Wucht auch ein bisschen mehr, die auch zum gegrillten Fleisch halt gut kommen. Oder auch mal ein Fisch, der tomatisiert ist, ja, der mit vielen Kräutern arbeitet, der mit Knoblauch arbeitet und solchen Dingen. Ja. Also nicht so das Zarte, sondern eher so Bäm. Ja. Oder ein Fisch mit Chorizo-Wurst obendrauf, so ein bisschen gratiniert und so. Gibt es ja sehr geilen Scheiß. Und da passt er halt gut dazu. Ein Fleischrosé. Und da kann man auch mal ein Rump oder mal ein Entrecote so reinhauen oder auch mal ein Lamb Chops oder so. Ja. Und das macht also Spaß. Und ja, in diesem Sinne, mein Lieber. Zum Wohl. So, wo sind die Lamb Chops? Scheiße. Hast du dich nicht vorbereitet, so, Christoph? Schön, er ist letzte Woche gefühlt. Die 18er Weine brauchen ein bisschen länger, um sich zu entwickeln durch den heißen Sommer, finde ich. Wenn die gefüllt werden, in manchen Jahrgängen sind die nach 2 Tagen voll da. Manche brauchen 3, 4, 6, 8 Wochen. 2 Wochen sollte man hier warten. Dann ist es ein komplett anderer Wein. Ja? Aber jetzt schon super aromatisch. Ja, super. Guck mal, du hast bei dem Wein eine Frucht, du hast auch eine Säure, obwohl die gar nicht mal so hoch ist, mit 6,8 Promille, keine BSA, aber du hast keine Gerbigkeit hin. Der trocknet nicht ab oder der hat keine Rotweinart, obwohl er so eine Farbe ist. So, und der jetzt in 3 Wochen auf die Flasche und dann schön aus dem großen Burgunderglas, gut gekühlt und dazu was Fleischiges vom Grill. Alter Vater. Geil. Das ist geil. Das ist geil. Ah, schöne karamellisierte Zwiebeln, so kleine, aus einer Pfanne. Vielleicht ein bisschen Portwein drüber, Thymian rein, schönes Steak auf dem Grill gemacht, Streifen geschnitten, so ein bisschen von der Soße drüber, zack, reingeworfen, mit dem runtergespült. Oh, fertig ist die Laube. Aber hallo, Indiana Jones Film vorweg, natürlich Müller-Thurgau trinken als Auftakt oder die Frauenmilch. Das Leben kann sehr, sehr schön sein. Sehr, sehr schön sein. Und Wein ist ein ganz großer Bestandteil, sich das Leben schön zu machen. Und ich finde, das sollte nicht elitär sein, jedem zugänglich. Ja, Christoph, ganz wichtig, bitte sehr. Wenn es nur noch einen Wein geben würde, den du dein Leben lang trinken dürftest, welcher wäre es? Das ist schwierig.
Das wäre sowas, wenn man Casanova gefragt hätte, wenn es eine Frau gibt, die du nur noch lieben darfst, dann wäre es auch schwierig. Ist ganz schwierig. Wenn es einen Wein gäbe, den ich, dann würde ich wahrscheinlich sogar diesen Rosé nehmen, den wir jetzt gerade hier im Glas haben. Weil das ist so alles, ist ein bisschen rot, ist ein bisschen weiß, so ein bisschen mittendrin, passt da rein, passt da rein, passt da rein. Ja, ich glaube, den würde ich dann nehmen. Und wenn es noch einen zweiten gäbe? Wenn es noch einen zweiten gäbe, Sauvignon Blanc. Und Müller-Thurgau natürlich. Also ja, klar, jetzt hast du mich am Arsch. Nein, Müller-Thurgau ist einfach was super passt. Ist übrigens ganz witzig. Es gibt immer das, was würdest du auf die einsame Insel mitnehmen? Mhm. Ja, so. Und ich würde mitnehmen einen Rotwein. Keinen Pinot Noir, sage ich klar und deutlich. Also ich würde vielleicht sogar einen Dornfelder mitnehmen oder eine Cuvée, wo auch ein bisschen Cabernet Midos mit drin ist. Und so. Ich mag halt das bisschen mehr Bums. Leute, ich habe 3 Jahre in Südafrika gearbeitet. Ich liebe die Syrah, ich liebe die Cabernets, ich liebe die Merlots. Cabernet sowieso. Pinotage finde ich. Ja, viele Leute mögen, ja, es kommt auch wieder darauf an. Es gibt auch so viele verschiedene Pinotage. Aber wenn der Pinotage sehr, sehr, der kann auch mal ganz schnell so durchgerittener Damensattel werden. Coffee-Pinotage. Und Coffee zum Beispiel, ja. Aber es gibt diese animalische Note, da steigen viele aus. Es gibt Situationen, da finde ich das richtig geil. So ein bisschen, wenn die Hormone unterm Arm raustropfen, ja, so ein bisschen so, ne? Das hat was Animalisches, ja. Aber ich würde einen Rotwein nehmen und ich würde einen Weißwein nehmen, die würde ich beide mitnehmen und dann kippe ich die auch gnadenlos ab und zu zusammen, habe ich einen Rosé. Hey Leute, ich bin Winemaker, das heißt Winemaker, machen. Ja, ich bin nicht der Typus, der sagt so, der Wein muss ich von alleine machen, da wird so wenig wie möglich eingreifen, das Terroir und so. Nee, ich koche und da schmeiße ich auch nicht alles in den Topf und mache einen Deckel drauf, drehe mich rum und sage, so, das soll sich jetzt von selbst, will da gar nicht eingreifen und so, sondern du kreierst ja das Essen, du pürierst, da schnibbelst du, da machst du das so, da machst du das Fleisch extra und dann raus, dann machst du da deinen Fond, dann kommt es da wieder drüber und dann alles zusammen in den Topf und dann in den Ofen und wieder raus und so. Ja, so. Und so ist es beim Wein bei mir halt auch. Ich habe diese Lust, diesen Drang, mit Trauben auf der Leinwand Farben zu malen. Ja, das finde ich total geil. Ich glaube, ich würde meinen ganzen Keller verschneiden, wenn ich könnte. Ja, das finde ich so unfassbar klasse. Das finde ich das Spannendste überhaupt. Cuvée ist sowieso für mich das Größte. Das Größte, der Riesling ist geil. Entschuldigung bitte, sorry, aber das ist geil. Gewürztraminer. Ein schöner, klassischer Gewürztraminer, ja. Das ist doch fantastisch. Das ist auch großartig, ja. Eine Aprikosentarte und dann so ein Off-Dry Gewürztraminer dazu, ja. Oh, mega, so eine Aprikosentarte mit Lavendel zum Beispiel drauf, leck mich am Arsch. Und dazu so ein Ding, boah, Alter, ja, das ist sinnliches Essen. Und ja, das ist einfach toll. Und deswegen, also, ja, ich kann mich ganz schwer auf eins festlegen. Ich bin auch Zwilling vom Standzeichen her. Ach, du auch? Ja, Mann. Und, so. Und ich gebe nichts auf Standzeichen. Die Leute immer sagen, ja, ich bin halt ein fauler Babsack, weil in meinem Standzeichen steht faul. So. Das ist Quatsch. Aber, oder ich bin so intelligent, weil das steht in meinem Standzeichen drin. Ja? Steinbock ist immer intelligent oder so. Ja? Und alle anderen sind dann dumm oder was. Das ist ja Quatsch. Ja. Aber es stimmt schon bei manchen Zwillingen so, die haben halt mal 2 Gesichter. Ja, die können richtig böse werden, aber die sind auch wahnsinnig herzlich. Und die fressen 3 Wochen und dann machen sie 3 Wochen Sport, weil sie sagen, oh Gott, bin ich fett geworden. Das ist ja guck mal. Ja, ja, merkst du was? Merkst du was? Ja, Parade-Zwilling, Parade-Beispiel. Ja, so. Und deswegen zu sagen so, jetzt nur noch das, jetzt nur noch Indiana Jones oder nur noch Truffaut, das geht nicht. Also am besten stellt man sich die Scheißfrage gar nicht. Und dann auf eine einsame Insel. Herrgott, sage ich, werde nie auf eine einsame Insel fahren. In 100 Jahren nicht. Ich fahre nach Sylt. Das finde ich gut. Ja, hallo. Ist doch geil. Ja, mit Leuten sitzen da, eine Pulle Wein am Strand donnern. Ist doch schön. Krabbenbrötchen bis zum Anschlag. Das ist doch wunderbar. Das Leben, ja, ist schön. Das Leben ist schön. Es gibt auch traurige Momente. Da brauchen wir nicht drüber zu reden. Durch die müssen wir durch. Ja. Wir müssen auch auf unseren Nächsten gucken, dass der da nicht durch den Rost fällt. Das sind alles solche Dinge. Wir leben ja in der Gemeinschaft und bewusst durchs Leben gehen, Augen auf und die Dinge ernst nehmen, aber nicht verbissen. Was war die größte Hürde, das größte Hindernis im Laufe deines Lebens in Bezug auf Wein? Was war die größte Hürde? Ich glaube, ich war so beschäftigt, dass ich da nie drüber nachgedacht habe.
Und ich habe die Hürden ja auch alle irgendwie genommen. Also, aber welche war am höchsten? Vielleicht ganz am Anfang. Ich habe ja erzählt, ich wollte eigentlich Theaterwissenschaften studieren, ich wollte eigentlich nie Winzer werden. Und dann bin ich auf die Weinuni und dann habe ich da meine Ausbildung gemacht. Und damals bin ich nach Südafrika gekommen, 1985, lange her, auf Delheim. Und der alte Chef damals, das ist jetzt eine der größten Hürden. Also es ist schwierig zu sagen, was ist die größte Hürde. Aber damals der alte Chef, der hat mir schon Angst gemacht. Also der hat schon so gesagt, so eigentlich bist du das gar nicht und du bist eigentlich kein Winemaker. Und so, weil für den war ein Winemaker einer, der von morgens bis abends einen Filter packt und einen Schlauch von links nach rechts zieht. Das war für den Winemaker. Ja, der Flaschen aufs Band stellt und Flaschen runternimmt. Ja, der Tank A nach Tank B pumpt. Und der mit Gummistiefeln ins Bett geht und mit Gummistiefeln aufsteht. So, das war ein Winemaker. Alle anderen waren Schwaller. Und es ist auch so, dass die Hosen müssen wackeln. Also, da gibt es keine zwei Meinungen. Ich bin damals, wie ich bei Koppmanns Klof war, fast zwei Herbste, das waren 550 Hektar Privatbetrieb. Und ich war da verantwortlich im Keller, für einen der Keller, mit irgendwie 3 Millionen Liter. Und da war ich 24 und da wurde ich gefragt, da muss es klappen. It gotta fucking work. Oder du bist tot. So einfach ist die Welt. Ja, da bin ich rumgeeiert und so. Ja, so. Und das habe ich geschafft. Und da war ich dabei stolz. Ja, das war schon geil. Verdammte Scheiße. Gib mir eine Pumpe, gib mir ein paar Schläuche, gib mir ein paar Trauben, gib mir die Presse und ich mache mal ein Ende. Ich weiß, wie das geht. Ja, so das Handwerk ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser alter Kellermeister, 50 Jahre bei uns, der hat mich angeschrien ganz am Anfang. Es gibt Leute, die können es nicht, du willst die können. Den habe ich mal gebadet in 5000 Liter Müller-Thurgau, kein Witz jetzt, weil ich am Fass falsche Öffnung aufgemacht habe und der stand dann in diesem Weinstrahl, ist total durchgedreht. Der Mann ist heute über 90, der kommt noch oft hierher und freut sich so, dass das alles so geil läuft und dass das alles so toll ist und alles. Und der ist wie ein Vater, meine Eltern sind tot, der ist wie ein Vater für mich. Und er hat mir damals in den Arsch getreten, dass der Schuh wirklich operativ hat entfernt werden müssen. Von dem habe ich alles gelernt praktisch, was ich kann. Also so diese wichtigen Dinge, so leg doch den Schlauch mal dort rum und nicht dort rum, da sparst du 3 Meter Saugleitung. Da hast du die Pumpe leichter, also ist wieder schonender Transport und so. Lauter diese Dinge. Nicht reden, machen. Ja, okay, so. Klugscheißen, das finde ich entsetzlich. Das kennt ja heute jeder mit Wein aus. Ja, jeder ist ja irgendwie Önologe. Ja, der hat da irgendwo ein Geschäft und da steht dann zum fröhlichen Barus drüber. Da hat er irgendwie 3 französische Weine und 3 argentinische im Regal. Aber schwadroniert über Kellerwirtschaft und über Önologie, als ob er in Bordeaux studiert hat. Den sage ich dann auch. Das ist natürlich das, wo dann die Konflikte dann mit mir dann auftreten, wo ich dann sage, sag mal, hast du sie noch alle? Mach mal eine Weinbaulehre und dann können wir auf Augenhöhe reden. Das kann man doch den Leuten erklären. Nee, das kannst du nicht den Leuten erklären. Denn wenn du es den Leuten erklärst, hätte ich auch zu meinem Neffen gesagt, wieso studierst du Weinbau? Du setzt dich jetzt mal hierher, ich erkläre dir das und dann kannst du draußen anfangen. Nein, der geht nicht umsonst 4 Jahre auf die Universität und macht eine Lehre bei Bassermann über 3,5 Jahre und lernt dort, wie er den Schlauch anzuschließen hat, wie ein Fass richtig geputzt wird, wie man mit einer Presse arbeitet. Und ich meine, das ist auch schon... Du hast ja auch schon eine Verantwortung, das ging immer so. Ey, du kannst ja ganz schön viel kaputt machen. Den falschen Knopf gedrückt und dann liegen mal 30.000 Kilo auf dem Boden. Ja, den falschen Knopf gedrückt und dann laufen mal 5.000 Liter Wasser in 3.000 Liter Wein oder Most. Weil der falschen Hahn aufgemacht hat und den falschen Schlauch angeschlossen. Leute, ich habe alles erlebt. Ich habe schon erlebt, wie 90.000 Liter Wein wegliefen, weil einer die Fasstür nicht zugemacht hat, aber reingepumpt hat. 90.000 Liter im Kanal. Und dann gehst du deinem Chef und sagst, Chef, little fuck up happened. Ja, ja, also ich war das nicht, Gott sei Dank. Ja, aber hätte mir auch passieren können. Aber wo gehobelte fallen Späne, aber es ist Handwerk, Herrgott, nochmal. Und es ist Handwerk, das musst du erlernen. Das hat was mit Arbeit zu tun. Und es hat was mit Kontinuität zu tun. Es geht nicht zwischen Tür und Angel mal 3 Minuten. Das ist viel zu seriös. Ja, die Leute, die da draußen gut sind, und es ist übrigens auch diese Arroganz, ja, von einer ganz gewissen Klientel von oben herab, so, oh ja, das ist ja jetzt der Herr Wilhelm Weil. Da muss ich jetzt mal den Bückling machen. Ich so, oh, aber, und der Wilhelm Weil ist ja, Entschuldigung, geil. Ich war ja, bei ihm, hallo. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht. Ja, geil. Also, Entschuldigung bitte, ja, so. Ja, da machen sie, oh, aber, ja, so. Bei dem Genossenschaftswinzer um die Ecke mit 10 Hektar, der abliefert in der Genossenschaft, Müller-Thurgau, sonst was, so, ach Gott, das ist ja so ein, ja, der ist ja rückwärtsgewandt, der kann ja, der steht jeden Morgen auf, der weiß, wie man eine Zapfwelle anschließt.
der kann dem mehr über Pflanzenschutz erzählen wie dem Klugscheißer. Der sagt, ja, ich war ja da in Frankreich beim Jean Le Grand in dem Weingut. Und der sagt, ja, das kann man ja alles mit Zwiebelsaft, kann man das ja bespritzen. Und dann wächst da kein Pilz mehr. So, Alter, hau ab, halt die Schnauze, hau ab, verschwinde. So, der Winzer um die Ecke in, in Rheinhessen, der Genossenschaftswinzer, der seit 50 Jahren jeden Morgen aufsteht und seine Arbeit macht, fleißig, diszipliniert, ja, der ist mit dem Weinbau verbunden wie 10-mal mehr von den Klugscheißern. Und der gibt sein Brot für die Genossenschaft. Und der gibt sein Blut für die Genossenschaft. Das ist ein harter Job und der wird nicht reich. Und da ist ein Passat das höchste der Gefühle. Ja, aber der hat seine Kinder großgezogen. Ja, die studieren, die machen, die tun. Der macht seit 50 Jahren die Weinberge, 10, 12 Hektar. Der steht bei Minusgraden draußen und schneidet. Der steht morgens auf und spritzt, obwohl am Vorabend er hat Fieber oder irgendwas, aber er weiß, ich muss heute rausgehen, Pflanzenschutz machen. Denn wenn die Peronospora reinfährt, fange ich die nicht mehr ein. So, und solche Leute haben den Respekt verdient, Herr Gott, nochmal. Ja, und nicht klugscheißer Gesabbel von oben runter. Ey, ich krieg jetzt schon wieder Schaum vom Mund, wenn's aufpasst. Ja, nee, weil das geht so nicht. Das muss man auch mal sagen. Das geht so nicht. Ich erwarte mir für diese Leute Respekt. Man kann kontrovers diskutieren. Wir können über alles diskutieren. Über Pflanzenschutz, über Glyphosat, über alles diskutieren. Ganz klar. Glyphosat, scheiße. Komischerweise, die Gesundheitsorganisation, die Gesundheitsbehörde der Amerikaner, ich habe wieder gedacht, bin ich im falschen Film, ja, hat jetzt vor einer Woche rausgegeben, nach unserer Meinung ist Glyphosat nicht krebserregend. Gleichzeitig tut eine Jury in Amerika jetzt für 2 Milliarden Dollar, also klar ist Glyphosat scheiße. Wenn ich das anders machen kann, mechanisch, dann mache ich es doch bitte mechanisch, ist doch vollkommen in Ordnung. Aber ich kann doch nicht Menschen jetzt, auf einmal wird da fotografiert, wird da reingestellt und so. Das ist so ein Denunziantum, das ist so eine deutsche Blockwart-Mentalität. Was ist denn das Nächste? Ich meine, man muss mal fairerweise sagen, ich hab eine Speisekarte und eine Getränkekarte gepostet, aus einer amerikanischen Weingruppe heraus. Ja, American Wine and Economic Forum oder so ähnlich. Wir haben 6.500 Mitglieder, sind auch etliche gute Kollegen von mir drin, ja. Und so weiter. Und habe ich das gesehen. Und Wine and Dine on the Hindenburg. Und da war eben eine dieser Zeppelin da, den kennen wir ja alle, noch aus dem Film Lakehurst, da verbrannt damals und so. Und das war ja Reisen für Reiche. Da sind ja keine Sozialhilfeempfänger mitgeflogen mit dem Ding nach Amerika. So, und da gab es natürlich an Bord tolle Sachen. Und die Getränkekarte legt mich am Arsch, ja. Top Champagner, Premier und Deuxième Grand Cru Classé und so. Und Liebfrauenmilch. Und der Wein war genauso teuer wie der Bordeaux. So, und ich poste das und poste ein Bild von dem Zeppelin. Auf einmal wird vorgeworfen, ich bin Nazi. Weil hinten auf dem Zeppelin so ein kleiner, das habe ich gar nicht gesehen, hinten so ein kleiner Hakenkreuz da drauf war. Dann habe ich noch mit so einem Typ da Streit gekriegt und Ding, da habe ich gesagt, ich bin im falschen Film. So, das ist genau der Punkt. Also, da ging es natürlich darum, dem Hammel eins auszuwischen. Das ist mir schon klar. Die haben gewartet. Die haben gewartet, ganz genau so. Aber egal, das soll auch hier vergessen. Es wird zu viel gestritten für nichts. Konzentrieren wir uns doch mal auf die guten Sachen. Und die guten Sachen sind ein riesen Füllhorn. Leute, wir können so viele gute Nachrichten nach draußen hauen. Deutscher Wein ist wirklich, das muss ich mir doch nicht schönreden. Hallo? Noch nie waren Winzer so gut ausgebildet und Winzerinnen, wie das heute der Fall ist. Noch nie. Noch nie waren deutsche Weine so gut, wie sie heute sind. Noch nie. Auch nicht früher, wo ja alles besser war. Bullshit. Die waren noch nie so gut, wie sie heute waren. Noch nie so ein Niveau gehabt. Ja? Noch nie waren deutsche Winzerinnen und Winzer, ich bin ja schon Auslaufmodell, wenn man die jungen Leute, die heute 25 sind. Ja? So, die waren noch nie so motiviert. Die brennen ja. Die kannst du ja nachts sehen am Horizont, weil die brennen. Ja? Die sind toll. Und nehmen wir sie doch mal ihrer ganzen Breite an. Eben vom Natural Wine Produzent bis zu einem, der sagt, hey, ich will einen Super Fruity Sauvignon Blanc. Jeder Topf findet sein Deckelchen. Jeder findet seine Kundschaft. Und die Kundschaft ist nicht gleich. Nicht alle wollen dasselbe. So. Und deswegen lassen wir doch locker. Gönnen wir doch jedem seinen Erfolg, Herr Gott, nochmal. Und sagen wir, deutscher Wein ist geil, das ist super, komm. Auf den Tisch mit dem Zeug, ist doch mega. Deutsches Brot ist auch mega. Deutsches Brot ist top. Ja, Entschuldigung bitte. Ja, so, was soll das? Deutscher Käse ist großartig, deutscher Schinken ist wunderbar. So, jetzt kommt natürlich wieder, ja, aber nicht der beim Aldi. Ja, das weiß ich.
Wir wollen ja verbessern, wir müssen ja verbessern, wir reden ja drüber. Aber doch nicht immer alles gleich zerreden, immer gleich runter und immer gleich den Finger hoch. Ja, aber. Einfach mal sagen, ist geil. Ey, hallo? So. Und ich bin ja auch nicht zu meiner ersten Freundin und gesagt, oh, ich bin in dich so verliebt hier, aber dein Kleid ist heute scheiße. Ich meine, dann hätte ich auch gleich lassen können. Ne? So, also mal ein bisschen mehr charmant. Ein bisschen lockerer bleiben, bitte. Die Tätschen, ein bisschen mehr. Ne? Trinkt's einfach was. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, sauft's mehr. Müller-Thurgau. Ja. Ja. Zum Wohl. Ja, genau. Ich muss dir recht geben, viele Menschen, die sind einfach unfassbar dogmatisch unterwegs. Oh, das ist Dogmatismus, der Deutsche. Nimmst du Schraubverschlusskorken, Reinzuchthäfen, Spontanverkehrung. Überall Dogmen, ja. Ja, und vor allem, es ist auch manchmal fachlich einfach falsch. Ja. Es wird dann aus dem Bauch raus da irgendwas, ja. Ja klar, ich meine, wenn ich jetzt nur konventionell, nur natural verkaufe, dann werde ich da, aber muss ich dann den anderen da irgendwie, ich meine, ich muss auch sagen, ich bin auch manchmal vielleicht zu hart in meiner Sprache gewesen, wenn ich dann reagiert habe. Weil ich dann, das hat man ja gerade gemerkt, da kriege ich Schaum vor den Mund, ne, da rehe ich ja auf, ne. So, so. Und es ist so, bei uns zu Hause, meine Mutter, die, wie gesagt, Leute, meine Mutter beim Krieg und so, super alles, also eine super Mutter, meine ich damit, aber die hat halt auch dreimal am Tag zu uns gerade, du Arschloch, was hast du denn da gemacht? Das hat die ja jetzt nicht böse gemacht, das war ja kein asozialer Haushalt. Die hat Bach gehört und dabei gesagt, du Arschloch, jetzt hast du wieder deine Hose dreckig gemacht. So, das war normal. Er saß auf Facebook mal zu einem Arschloch, ist die Hölle los. Ja, ey, Leute, sollen sie mal nicht so anstellen. Mein Gott, ja, was soll denn das? Ja, so, also das ist mir alles irgendwo, aber ich werde da auch, da lande ich auch draus, dass ich sage, was soll ich mich da aufregen und jeder sagt dann, lass doch die und red dich doch nicht auf und Ding und so, aber ich nehme ja auch dann teil, ich will, ich kann, also Ignoranz ist etwas, was ich schwerlich kann. Ignorieren, sagen, ach komm, Arschlöcher, macht doch, was er wollt. Nee, das ärgert mich dann und ich bin auch sofort bereit, für Kollegen in die Bresche zu springen. Das hatte ich nicht so, das ist der Gute, der will dafür die Leute in die Bresche springen. Nein, das geht auch mich was an. Wenn die einen Kollegen anpfeifen, pfeifen die auch mich an. Das sehe ich nicht ein. Das akzeptiere ich nicht. Ja, wir sind eine Gemeinschaft, wir machen hier einen guten Job in Deutschland. Die sind top, ja, super. Das sehe ich nicht ein, akzeptiere ich nicht, tut mir leid. Mhm. Ja, deswegen stehe ich auch mal auf und sage mal so. Deswegen bin ich da. Ah, auch schön. Ja, weil es bringt ja nichts, das Ganze immer nur auf Facebook zu lesen. Du hast da die Emotionen nicht. Es kommt, also ich habe das Ganze mitverfolgt mit dem Hindenburg-Skandal. Ja, das war sage ich jetzt mal. Es ist dann vieles gelöscht worden. Ja, man muss dazu, was heißt vieles gelöscht worden? Ich habe es ja dann gelöscht, weil ich habe ja dann den einen Kollegen da, der sogar Kunde von mir war, muss dazu sagen, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, das habe ich total vergessen, ja? Er war Kunde von mir. Ja? Und der hat es dann wirklich übertrieben, der Bogen einfach überspannt, eben hört es mal auf. Und dann habe ich das gemacht, was man eigentlich nicht machen soll. Das soll man nicht machen. Natürlich soll man es nicht machen. Ich bin dann vollkommen ausgerastet. Das ging von einer Sekunde auf die nächste und dann nur Arschloch, ich habe da verfickt. Das Arschloch genannt und so. Ja, da bin ich mal richtig ausgerastet. So, und dann werden halt Screenshots gemacht und die gehen dann halt in die gewissen Gruppen rein und war schon woanders, wo das dann kam und so. Was denkt er sich dabei, so ein Zeppelin da zu posten und so? Mein Gott, im Himmel, was ist das? Leute, es geht doch um weites historisches Foto. Also, lieber Gott, ja. So, und also ist vollkommen in die falsche Richtung gelaufen, das Ganze. Aber wie soll ich sagen, wurde dann auch ein Film gedreht, wo dann die Frau mich ins Klo geschüttet wird und so. Und ja, wenn die Leute Zeit dafür haben und Bock haben, das sowas zu machen, dann können sie es ja gerne machen. Aber es hat sich nicht durchgesetzt. Also man muss fairerweise sagen, ich habe ja dann eine richtige Stellung auch geschrieben. Und genau die Leute, auf die es mir ankommt, die haben mir da die Stange gehalten. Auf die Leute, auf die es mir ankommt. Und jeder hat ja gleich gewusst, das ist ja totaler Blödsinn. Das ging ja nur, ja, so. Und das ist genau der Punkt, das interessiert auch niemand. Vielleicht soll ich hier mal noch eins sagen. Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Sache und eine wichtige Sache. Das sehe ich persönlich so. Kann ja jeder gerne anders sehen. Das Thema Wein interessiert in der Bevölkerung niemand. Ist jetzt sehr provokant, was ich sage, aber es ist so. Das, was du machst, ist Kannerarbeit. Das ist Basisarbeit pur. Den Menschen Wein näher zu bringen. Die Menschen, die dahinter stehen, die Emotionen, die Vielfalt, dass die mal Blut lecken auch, ja, und so, oh, da ist ja viel mehr dahinter als nur aufmachen und übrigens, nur aufmachen und mal trinken ist auch geil. Ich meine, soll ich da jedes Mal das Abitur nachmachen? Soll ich da jedes Mal irgendwie, weiß ich nicht, einen Sommelierkurs veranstalten oder was? Du musst erst mal 10 Bücher lesen. Wie oft komme ich nach Hause und sage,
ich mache mal eine schöne Pizza hier. Komm, oh, hier, schön Rotwein, aufmachen, Glotze an, Füße hoch. Oh, jetzt haben wir Feierabend hier. Ja. So, ne? So, gehe ich auch nicht hin und analysiere das da, ob da jetzt, ne? So. Du musst ja erst mal 10 Bücher lesen, bevor du überhaupt eine Flasche Wein aufmachen darfst. Ja, so und wenn du dich dann auch äußern möchtest auf Facebook, oh Gott, um irgendwas zu sagen. Oh mein Gott. Oh, ich habe mir Primitivo gekauft, den trinke ich zu Hause lecker. Was da schon Menschen zerfetzt worden sind. Ja, ich weiß es. Zur Ehrenrettung muss ich eins sagen. Hauptsache Wein. Ich bin dann rausgegangen. Ich habe mich ziemlich geärgert, weil da hat jemand nach seinen Angaben zum ersten Mal was reingeschrieben und hat gesagt, ich habe da diesen Doppio Passo oder wie das Zeug da heißt, irgendein Primitivo Zeug. Das ist der meistgekaufte Wein in Deutschland, ja, nur mal so, nebenbei. Ja, so, und da hat er gesagt, das trinke ich. Da hat er noch reingeschrieben, ja, ich weiß, das ist jetzt kein großes Gewächs und so, aber den trinke ich gern mal so ab und zu. Ja, ist doch schön für ihn, oder? Und dann wurde der also wirklich, der wurde geschlachtet. Der wurde fertig gemacht. Ja, genau, so. Und dann habe ich mal irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Also Leute, tut mir leid. Mir glaubst reicht's. Du, der trinkt in seinem Leben, beziehungsweise er trinkt vielleicht nochmal Wein, aber glaubst der du, trinkt er, Wein. Der er trinkt redet mit Menschen darüber oder postet es? Es gibt Leute, die behaupten, der wäre ein Avatar gewesen, um dort mit dieser Ansage stumm zu machen. So, jetzt muss ich dazu sagen, selbst wenn es so gewesen wäre, spielt keine Rolle. Dem ist dann eine Ansage, war vollkommen in Ordnung. Der hat nicht irgendwie gesagt, ich trinke nur Primitivo, ist der beste Wein der Welt und alles andere ist scheiße oder so, ja. Überhaupt nicht, sondern er hat nur gesagt, ich kaufe mir diesen Wein, ich weiß sogar, das ist nicht der beste, um Gottes Willen, ja, das ist ja nichts Dolles, aber mir schmeckt's halt und ich trinke es halt gerne ab und zu. Und diese Aussage hat gereicht, den sozusagen den Besitz gleichzustellen. Ich sag das mal ganz brutal, sieh so. Und da habe ich gesagt, Leute, jetzt könnt ihr mich am Arsch lecken, jetzt reicht's mal. Jetzt habe ich die Schnauze voll, ich gehe da raus. Aber der Dirk Würz ist der Administrator und der Karl Philipp Breitenfeld. Philipp Erik Breitenfeld. Der Breitenfeld, ja. Name, Programm, der Junge ist, hat ja auch was auf den Rippen. So, zwei ausgewiesene Fachleute und super nette Leute. Um das mal ganz klar zu sagen, ja, gerade der Breitenfeld, ich bin ihm persönlich nie begegnet. Ich finde es ein wahnsinn sympathischer Typ, ja, super sympathischer, wahnsinn sympathischer Typ, ja. Und ich muss den jetzt auch mal irgendwann mal kennenlernen. Also ich habe das Gefühl, ich kenne ihn schon seit 100 Jahren, obwohl ich dem nie begegnet bin. Die haben es natürlich auch nicht einfach, als Administratoren da jedes Mal irgendwo, die haben ja noch ein Leben daneben dran. Die Gruppe hat 14.000 Mitglieder. Von denen eigentlich nur 50 aktiv sind, also die anderen, die kennt keiner. Aber ich sag's mal so. Ja, die trauen sich nichts schreiben. Ja, viele trauen sich nichts schreiben, weil sie wissen, da kriegen sie dann da auf die Schnauze. Aber die nehme ich jetzt ausdrücklich in Schutz. Also die zwei Jungs nehme ich ausdrücklich in Schutz. Und zwar ganz ausdrücklich in Schutz, weil die mag ich und Ding und die finden es auch scheiße. Aber ich bin dann da raus, weil ich mich dann auch nicht mehr aufregen wollte. Also meine Frau hat gesagt, hör mal auf, da, du regst ja immer auf und so. Und dann bis morgens um zwei und dann kriegst du da die Krise. Ja, Ding. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich raus, bevor ich dann mit meiner Frau da Ärger kriege. Weil dann habe ich ja richtig Ärger. Und dann müssen wir wieder Müller-Thurgau trinken, meine Frau und ich. Und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Trinkt mehr Müller-Thurgau. Anyway, deswegen. Also Weingruppen ist schwieriges Terrain. Aber wenn dann... Wenn Menschen persönlich herabgewürdigt und auch so ins Lächerliche gezogen werden, so fies, auch so mit Zweideutigkeiten und so, ja, dann wäre ich böse. Böse. Da wäre ich böse. Da wäre ich richtig böse. Und weil das geht nicht. Ich hasse von oben herab. Nee, wirklich, das finde ich ekelerregend. Ja? Von oben herab geht gar nicht. Und das ist von oben herab. Das ist Weinbourgeoisie. Bäh. Klugscheißende, arschlecker Weinbourgeoisie. Ja, entschuldige, was trinken Sie da? Das ist ja, na, das ist ja sowas, darf man, ja, sowas kann man doch nicht trinken. Wer sind Sie? Haben Sie Hauptschulabschluss? Sagen Sie mal, heißen Sie Jenny, arbeiten Sie im Nagelstudio? Ja? Was für, kommt da noch dumm oder was? Das nächste. Es tut mir leid. Das geht so nicht. Jeder darf trinken, was er will. Aus. Und wenn einer sagt, ich trinke am liebsten Cola Rot, dann lass doch den Cola Rot trinken, Herr Gott, nochmal. Ja, es ist nur Wein. So, und jetzt sage ich nochmal, das Thema Wein interessiert die Menschen da draußen nicht. Gar nicht, null. Es interessiert, niemand weiß, wer Wilhelm Weil ist. Das weiß kein Mensch. Wenn ich in Dortmund auf die Fußgängerzone gehe und frage, wer war Robert Weil, Weingut Robert Weil, wer war Robert Weil, dann sagen die, weiß ich nicht, beste Freund von Hans Rühmann, Außenminister im Dritten Reich, keine Ahnung, wissen wir nicht. Ja, war nicht in der Weimarer Republik irgendwie... Kultusminister. Nein, so, die Leute wissen das nicht. Und das müssen die auch nicht wissen. Und die
und denen ist auch wurscht, ob da jetzt was mit reinzucht. So, die wollen ein ordentliches Produkt, das ehrlich und sauber nach Recht und Gesetz produziert ist. Das ist ihr gutes Recht und ist auch wichtig. Wir haben ja Recht und Gesetz. Wir haben ein Weingesetz. Der Wein hat nach dieser Gesetzgebung gemacht zu werden. So, das darf nicht ungesund sein. Man, da ist Alkohol drin. Das ist ja schon allein schon Gift, muss man mal fairerweise sagen. Ja? So, aber irgendwo, Leute, wir trinken da 2000 Jahre Wein, was soll das? So, aber jetzt kommt mein Punkt. Diese Menschen sind mit Leben beschäftigt. Mit Leben, was heißt denn das? Das heißt, 2/3 aller Ehen in Deutschland werden geschieden. Es ist heute kein Automatismus mehr, dass du deine Beziehung hältst. So, jetzt trenn dich mal. Hast vielleicht noch Kinder in der Pipeline stecken. Da muss ein Haus abgewickelt werden. Dieser ganze Schmerz, der da über so eine Trennung drüber kommt. Ja, so, dann müssen sie im Job funktionieren. Aber früher bist du morgens in den Job und abends heim, hast deine Arbeit ordentlich gemacht. Und heute so, hören Sie mal zu, ich habe Ihnen doch um 23 Uhr gestern eine E-Mail geschickt. Wieso ist denn die noch nicht beantwortet? Was ist mit Ihnen los? Oder wie, Sie können keine PowerPoint-Präsentation machen? Was für ein Loch sind denn Sie herausgekrochen? Ja? So, das heißt, die Leute müssen im Job funktionieren, müssen hart arbeiten, müssen einen guten Job abliefern. Also müssen zu Hause, da müssen sie Kinder erziehen. Leistungsgesellschaft. Ja, Leute, Kinder, ja, was ja auch in Ordnung ist. Ich meine, wo man eine Nicht-Leistungsgesellschaft, wir müssen ja ein bisschen was leisten. Also das ist ja irgendwo normal. Entschuldigung, ja. So, das war früher genauso. Übrigens, Samstags war ein normaler Arbeitstag, wie ich Kind war. Ja? Was soll das? So, aber Tatsache ist, so müssen Kinder erziehen. Das ist heute schwer, ja, mit Marken und dieses und jenes und die sozialen Netzwerke und so weiter und so fort. Das ist eine Riesenaufgabe. Früher war das unbeschwerter, wie ich Kind war, 1974. Ja, das war viel unbeschwerter. Heute dieser Input, dieser Feed, der auf die Menschen reinprasselt jeden Tag, ja, für auf Kinder und auf Jugendliche, ja, ja. Flirte doch heute mal als Jugendlicher mit Mädchen, es wird ja mal schwieriger, aber das ist ja dann gleich irgendwie sexistisch, das ist so, das ist doch ein Irrenhaus, ja, so. So, die Leute haben es schwer, dann müssen die eine Wohnung suchen, das muss man mal vorstellen, die leben in München, müssen eine scheiß Wohnung suchen, die müssen vielleicht einen Angehörigen pflegen. Wir werden ja alle immer älter, trotz Glyphosat. Wir werden ja steinalt. So, dann kriegen wir Alzheimer, dann sitzt man an der Ecke. So, jetzt will man mal seine Oma da nicht irgendwie. Vielleicht sagt jemand, nein, ich möchte die Oma Grete, die hat mir mein Studium finanziert, hat mir geholfen. Ja, ich muss arbeiten, ich habe noch Kinder, aber irgendwie müssen wir das hinkriegen mit der Tagespflege und so. So. Und die Leute, die durch diesen Weg müssen, und die müssen dadurch, denen zu sagen, also jetzt wollen wir uns erstmal über Wein unterhalten, also Sie wissen ja, der Wein hat ja Sulfide und also ich finde das, würde ich sagen, Alter, hau ab, ja, ich habe mir jetzt eine Pulle Wein bei der Rewe gekauft, ich schiebe mir jetzt eine Pizza in den Ofen und ich will jetzt mal eine halbe Stunde Ruhe. Hau ab! Und die meinen dann, dass die Leute, die so reagieren, dann irgendwie unkulturelle, unreflektierende Lemminge sind, die sich im LEH mit Massenware vollstopfen und hirnlos durch die Gegend brummen. Das ist respektlos diesen Menschen gegenüber. Das ist eine Unverschämtheit. Ich finde das eine Frechheit. 80% aller Weine in Deutschland, ich glaube sogar mittlerweile über, werden im LEH verkauft. Also 50% sind Discounter und dann kommen noch mal 30% Edeka dazu und die über 80% aller Weine. So, jetzt sage ich mal was. Wenn über 80% aller Weine, dann hieß es ja, und man sagt, ja, wie kann man denn Wein nur im LEH kaufen und so weiter, wie kann man denn, ja, dann muss ich ja 80% meiner Landsleute als Vollidioten hinstellen. Wir sind 86 Millionen Menschen. Will ich mich hinstellen und sagen, ach, natürlich gibt es ja, Spaß, sagt man, ja klar, ist ja so, ja, ein kleines Witzchen. Aber ich kann doch nicht ernsthaft hingehen und 86% meiner Landsleute als Volldeppen hinstellen. Das ist respektlos, das geht nicht. Wenn ich da rausgucke, habe ich es mehrheitlich mit netten, ordentlichen, wenn ich im Zug fahre, was weiß ich war. Ich fahre ja, bin ja viel unterwegs. Ja, habe ich es mit netten Leuten zu tun. Die sagen guten Morgen im Aufzug, wenn ich im Hotel bin. Und guten Abend, und schönen guten Abend, und schönen Tag noch. Und halten auch mal eine Tür auf und was weiß ich was. Ja, und überhaupt, das geht nicht. So, und die Menschen daran zu bemessen, sage mir, was du trinkst und ich sage dir, wer du bist. Das geht einfach zu weit. Glaubst du, das ist ein deutsches Ding? Oder ja, ist das in anderen Ländern? Tut mir leid, das ist sicherlich in anderen Ländern im einen oder anderen Fall auch so, aber die Deutschen sind einfach, ist auch ein Zeichen, dass es uns so gut geht. Wir haben bei uns keine anderen Probleme. Ja? Aber noch einmal, die sozialen Netzwerke im Thema Wein, die werden von irgendwie 300 Leuten befeuert und das war's. Daran sieht man auch diese kleine Branche. Die Weinbranche ist ja volkswirtschaftlich gar nicht messbar.
Ja, wir machen ungefähr 3 Milliarden Euro Weinumsatz in der Bundesrepublik Deutschland, 3,5 Milliarden. Davon sind 60% Importer, 40% Deutsch. Lass es doch 1,5 Milliarden Euro sein, die an deutschem Wein in Deutschland umgesetzt wird. Also die BASF macht 60 Milliarden Umsatz. Merkst du was? Wenn morgen alle Winzer und Winzerinnen abgeholt werden von Außerirdischen, ist es volkswirtschaftlich nicht messbar. Es ist aber am Grad, glaube ich, der Zufriedenheit der Menschen messbar. Denn wenn es nichts mehr zu saufen gibt, dann geht also wenn ich mal so das Berühmte so, ich trinke jetzt 5 Tage nichts, ne? Ja, dann werde ich sozial inkompatibel, wie ich immer sage. Dann werde ich so kurz, also jetzt brauche ich mal ein schönes Bier heute Abend, schönes Weizenbier. Ja, so, schon ist die Stimmung gepflegter, geglätteter, ich bin offener und lockerer. Ja, und jetzt mal wieder ein schönes Glas Wein, das ist Lebensqualität. Das ist Lebensqualität. Das ist wie schöne Musik oder schöne Tapete an die Wand geklatscht oder irgendwas oder da habe ich mir eine schöne Bettwäsche gekauft, die gefällt mir so gut oder was weiß denn ich jetzt? Ja, was man halt so gar nicht, ist Lebensqualität. Das zählt dazu, das ist Seele streicheln. Das gehört dazu, dass ich meinen harten Alltag mit Seele streichel wieder, dass ich den packe. Ja, und da ist Wein ein ganz wichtiges Thema. Ja, ein schönes Thema. Nehmen wir mal das Wort wichtig weg. Wichtig klingt ja schon wieder so wichtig. Ist ein schönes Thema. Wein kann helfen. Wein hilft. Wein hilft sehr. Ja, und das wäre sozusagen sogar wieder ein schöner Schlusssatz, nur nach dem Motto, weil ich hier den Rosé da vor mir stehen habe, wenn dann die Leute immer so sagen, Rosé, ja, der trinkt man im Sommer. Dann sage ich immer, den trinken Sie auch mal im Winter. Weil da trinkt man damit die Winterdepression weg. Das ist ein Psychopharmaka, das kriegen Sie ohne Rezept, müssen Sie nicht zum Arzt gehen, sondern die Krankenkasse nicht belastet, nix, ist geil. Ich gebe dir mal ein nettes Beispiel. Habe ich den Leuten schon gesagt? Sage ich so. Ja, sag, pass mal auf. Da geht er mal in den Fressnapf. Das ist so ein Hundekatzen-Ausstattergeschäft. Ne? Haustier-Ausstattergeschäft. Ne? Kriegst du Heu für einen Hasen und so, ganze Zeug. Fressnapf. Da geht er rein und dann holt ihr mal Vogelsand. Das ist so ein ganz feiner Sand, der wird so in Vogelbauer reingekippt. Ne? Vogelsand, so ein ganz weißer Sand, wie der schönste Sandstrand. Dann geht er hin zu Hause, macht dann Stöpsel in die Badewanne, packt 5-6 Kilo Vogelsand rein, macht die voll mit schönem, lauwarmem, angenehmem Wasser, so ein bisschen Orangenzeug rein oder so. Dann holt er den alten Diaprojektor von Opa Karl raus, schmeißt alte Urlaubsbilder an die Wand, Kerzen angesteckt und dann mit der Mutti in die Badewanne. Neben die eisgekühlte Flasche Liebfraumilch oder Müller-Thurgau oder Rosé, ja, sanfte Musik im Hintergrund. Leute, das ist Urlaub. Das könnt ihr am 5. Februar machen. Ihr müsst nicht zum Airport fahren. Ihr müsst nicht irgendwo hinfliegen. Ihr habt kein CO2 emittiert. Ihr müsst nicht zu diesem scheiß Flughafen euch ärgern, weil der Flug später oder Dings oder irgendwas und Jetlag und dieses und jenes. Ihr bleibt zu Hause. Schönste Urlaub. Geil. Mit der Mutti mal wieder schön in der Badewanne gesessen. Alter Vater, schöne Pulle Wein nehmen für ein paar Euro mit Vogelsand aus dem Fressnapf. Und dem Dia-Projektor von Opa Karl. Es ist geil. Ja? So. Also du kannst mit kleinen Dingen so schön davon. Und das ist das, was Wein ausmacht. Ja? Und nicht das ganze Gesabbel da, ob da jetzt irgendwie, hör mal bloß auf. Das ist mir too much. Agreed. Ja, so machen wir es. Du, wir haben ja noch was im Glas, aber was ist denn hier los? Zum Wohl, Christoph. Ich glaube, ich rede zu viel und trinke zu wenig. Christoph, so, das war jetzt schon ein ziemlich langes Gespräch. Wir haben ja auch... Oh Wunder. Wir haben ja auch im Prinzip beschlossen, die Folge zu splitten, also in 2 Teile. Das ist auch eine Premiere, aber ich denke, das ist dann einfach zu konsumieren für die Zuhörer. Man kann sich dann auch nochmal sammeln und drüber nachdenken, was wir so sprechen. Und ich habe noch eine allerletzte Frage für dich, bevor wir hier den Sack zumachen. Ja. Jetzt versetz dich mal in die Lage, stell dir mal vor, du könntest jetzt nochmal komplett von vorne anfangen mit deinem Weingut und hättest sozusagen die freie Auswahl, in welche Weinbauregion dieser Welt du dich gerne niederlassen würdest, um Wein zu produzieren. Welche wäre das? Also es ist so, es ist übrigens eine Frage, die ich mir als junger Mann oft gestellt habe. Also so nach dem Motto so, was ist denn so das Schönste? Und da war natürlich, wie ich in Südafrika gearbeitet habe, Südafrika, Deutschland war spießig und Deutschland war die Ketten alle so Old Style und deutsches Weinsiegel und Loriot-Weinprobe, so nach dem Motto, ja. Und Südafrika war cool, ja. So, Kalifornien, cool und so weiter. Seit vielleicht, jetzt sage ich mal was, 25 Jahren oder so mindestens oder so, möchte ich das Weingut genau da haben, wo ich es habe, nämlich hier in der Pfalz. Ich bin dankbar darum, dass ich in so einer großartigen Kulturlandschaft hier groß geworden bin.
Ich habe hier mal ein Weingut, das in der 8. Generation ist. Ich bin ja voll zentriert. Aber es gibt natürlich Plätze, die mich voller Liebe erfüllen. Und das ist auf jeden Fall mal Ösiland und speziell Wien. Wien ist eine der schönsten Städte der Welt. Wien ist die schönste Stadt der Welt, come on. Und ist einfach so. Und weil die Leute sind geil und das Essen ist top und Kultur und Ding. Und du gehst einfach auf die großen Nase und das ist alles imperial. Ja, super. Ja, so. Nein, das ist überhaupt schön da. Ich liebe es. Welchen Bezirk magst du am meisten? Alles hat ja was. Ich meine, der erste ist natürlich da, wo man die ganzen Touristen sind, aber es ist halt auch schön an der Staatsoper überall und so. Ding. So, aber Favoriten, Arbeitergegend, ja, der Maxner hat sein Restaurant dort, ne? Super. Ja. Oder die Fancy Light im 6. und 7. Bezirk. Die was? Die Fancy Light, die junge Leute, die kreativen. Das sind die Bobos. Ja, die Fancy Light. Die Bobos. Aber es ist wirklich überall klasse. Gut, auch die Donau drüben hat diesen, ja, schon fast ein bisschen diesen klassisch-slawischen Einschlag mit diesen einstöckigen Häusern da drüben, Stammersdorf, Strebersdorf, Jedlersdorf und so. Ja. Vorne dann auch Baden, wenn du nach Baden rausfährst, sehr schön. Was sehr unserer Gegend hier, meiner Heimat, sehr ähnelt, weil du neben den Wienerwald hast. Ja, und dann geht es runter in die Ebene zur Donau. Das könnte fast die Pfalz sein. Das ist wirklich top und die Küche ist halt top so. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich bin da eigentlich offen für alles. Ich bin ein riesen Asien-Fan, ich liebe asiatische Küche. Es gibt mittlerweile sehr interessante Weingeschichten in Thailand. Ja, auf jeden Fall. China wird auch kommen, Leute, macht euch keine. China hat die zwei in Thailand? Ich habe dieses Buch gelesen, Wilder Wein, von Stuart Pickett. Sensationelles Buch, bitte lesen, Leute, und dabei Müller-Thurgau trinken. Und jetzt fragt mich, wie die Dinger heißen. Weil also, Ching-Chang-Chong, ich habe nämlich vor, auch für eine gewisse Zeit nach Thailand zu reisen. Ja, gute Idee. Speziell Chiang Mai, die Gegend. Okay. Und da sagen die Leute immer, was willst du in Thailand? Da gibt es doch keinen Wein. Doch, natürlich gibt es da Wein. Ja, auch schon lange. Das ist und das wird immer besser. Also da sind französische Winemaker und so weiter da unterwegs. Ja, ja, da passiert einiges. Indien übrigens auch. Indien ist auch nicht ganz uninteressant. Ja, das wusste Thema. Ich. Das wusste ja. Ich. Kannst du das trinken? Ist gut? Ich habe noch nie indischen Wein getrunken. Okay. Ja. China hat die zweitgrößte Rebfläche der Welt, aber nicht vergessen, da ist sehr viel Tafeltraubenthema dabei und so weiter. Also die Welt überall, Wein ist ein Thema eigentlich überall. Amerika, ich fand Kalifornien klasse. Ich weiß, die Amerikaner stehen heute sehr in der Kritik. Klar, Trump und die Amerikaner und ja, Kalifornien ist cool. Es tut mir leid. Auch eine tolle Lebensart. Du kannst wahnsinnig gut essen da. Tolle Restaurants und Napa ist schon sehr cool. Ich liebe es. San Francisco ist nebenbei bemerkt eine unfassbar europäische Stadt. Und cool. Und alles super. Ja, Leute, Kapstadt. Hallo, Cape Town. Ey, Entschuldigung bitte. Ja, das ist wahnsinnig schön, dieses Land. Dieses Land ist so schön. Und diese wechselnden Landschaften und diese tolle Küche und diese grandiosen Weine. Und das ist ja nicht Afrika, wie man sich das eigentlich bei uns vorstellt. So. Das ist ja nicht die Serengeti oder so. Das ist eher Côte d'Azur. Ja. Das ist sehr, sehr abgefahren. Ja, Côte d'Azur, hallo. Frankreich, mega. Italien, mega. Es ist ja überall so schön. Herrgott, nochmal. Aber grenzen wir es doch mal ein auf Deutschland. Wenn ich jetzt nicht Pfälzer wäre, wo würde ich denn dann in Deutschland gehen? Ja, da denke ich ja keine zwei Minuten nach. Da bin ich sofort in Franken, weil Franken nicht nur landschaftlich wunderschön ist. Franken hat die höchste Brauereidichte Deutschlands. Ich trinke auch gern Bier. Die haben scheißgeiles Bier da. Die haben eine tolle Lebenskultur im Sinne von Essen und Trinken. Die kochen einfach auch gut. Es hat auch wieder diese Grenze zum Osten rüber, Böhmen und so weiter, so diese ganzen Einschlag da. Da ist ja die Tschechoslowakei neben dran oder Slowakei, ja, und alles. Also das heißt, diese Küche, diese Knödelküche und dieser ganze Kram, also das ist alles so ein bisschen mit reingewurschtelt, finde ich. Franken hat großartigen Müller-Thurgau auch. Franken hat großartigen Silvaner. Also diese klassischen Rebsorten, fantastische Rieslinge, da brauchen wir doch gar nicht drüber debattieren. Ich bin Bacchus-Fan. Ich trinke gerne einen fruchtigen Bacchus als Brotzeitwein, finde ich total klasse. Wenn es draußen heiß ist, gut gekühlten Bacchus, eine schöne geräucherte Forelle dazu oder so oder irgendwie sowas, das ist doch mega. Leute, das macht große Freude. Sehr schön. Würzburg ist eine Barockstadt, eine tolle Barockstadt mit großartigen, auch Studentenstadt, Universität, sind auch junge Leute unterwegs und so. Ja, so. Und man hat nicht weit nach Wien von da aus.
ja, auch nicht nach München und so, ist alles gut. Nein, das ist auch eine tolle Gegend, aber es ist überall toll. Das ist natürlich am Kaiserstuhl, der Bodensee, unfassbar. Ja, Wahnsinn, oder der Rheingau natürlich, denn das ist ja Rheingau. Ja, Rheinhessen hat die Nahe, unglaublich, fantastisch. Es ist auch überall. Man möchte jetzt mal die Frage stellen, wo ist denn Scheiße? Ja, jetzt muss ich mal wirklich, mir fällt nichts ein. Also wo ich jetzt sagen würde, nee, also das ist, oh, das ist ja Höchststraße, das ist ja richtig scheiße. Ja, so, wir haben neue Anbaugebiete dazu bekommen, die Saale Unstrut dazu bekommen, wir haben und so weiter und so fort, ja. Also ich sage auch immer, da wo der Wein wächst, da ist es eigentlich auch schön. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall. Das Fenster dazu, so. Da wo Wein wächst, haben wir ja das, ist immer meistens so, oder es ist eigentlich immer so. Da, wo Wein auch vor allem historisch ein bisschen wächst. Ja. Und da wird gut gekocht. Da ist das Wetter gut, in der Regel, im Sommer. Und da ist auch eine gewisse Kultur, weil der Wein ja auch den Kopf öffnet. In der Mythologie, in der Literatur, in der Religion, das ist das Blut Christi. Das sind alles solche Dinge. Das bringt ja Menschen, das euphorisiert ja Menschen. Also ich glaube nicht, dass ein Leonardo da Vinci seine Meisterwerke so hätte machen können, wenn er nicht ab und zu mal ein Gläschen Wein getrunken hätte. Der Mann war Italiener. Ich gehe davon aus, dass er es getan hat. Ludwig van Beethoven hat in Meier am Fahrplatz gewohnt. Der ist dort gestorben auch. Ja, der ist dort gestorben bei Meier am Fahrplatz. Und ich habe gesagt, das liegt am Wein, weil das Geschloder, was er da gesoffen hat, da ist er dann leider gestorben dort. Nein, das ist natürlich ein Witz. Ja. Er ist taub geworden vom Wein in Grinzing. Ja. Nein, Blödsinn. Mozart hat ordentlich tschechert, ja. Und Mozart hat, ich bin ein riesen Mozart-Fan, die schönste Musik geschrieben, zusammen mit John Lennon. Gibt so ein paar Leute, ich bin ein riesen Prince-Fan auch übrigens, ja. Am Tag, wo Prince gestorben ist, das war ein ganz dunkler Tag für alle Menschen, die virtuose Gitarrenmusik übrigens auch schätze, weil er ein gigantischer Gitarrist war, und ein ganz grandioser Kompositeur. Was er jetzt gesoffen hat, weiß ich nicht, muss ich jetzt dazu sagen. Aber Fakt ist, dass diese Dinge alle miteinander zu tun haben. Wein ist ein euphorisierendes Getränk, Wein ist ein Getränk, das den Kopf aufmacht, das Fantasie beflügelt, und in Maßen, aber regelmäßig genossen, ein guter Kamerad, eine Kameradin ist, ein Wegbegleiter bis aufs Sterbebett. Mein Vater, mein Gott, ist jetzt kein Witz, mein Vater ist auf einmal innerhalb von Stunden irgendwie, von wenigen Tagen, von einem ganz normalen rumgelaufenen Ding, ist irgendwie total zusammengefallen. Und er kam dann auf die Intensivstation, keiner wusste, was er hat. Und dann ist irgendwie, die Organe fingen an auszufallen und es ging mir total schlecht. Und er hat sich irgendwie zum Sterben hingelegt. Das muss man wirklich mal so sehen. Und er hat dann auch nichts mehr gegessen und nichts mehr. Und dann bin ich ans Bett von meinem Vater und habe gesagt, Vater, will ich noch mal ein Glas Wein trinken? Und dann hat er gesagt, ja, oh ja. Dann habe ich gesagt, rot oder weiß? Ja, rot. Dann habe ich eine Flasche Wein geholt. Ne? Dann habe ich ein Glas genommen, und zwar ein richtiges Rotweinglas. Ich sage, ja, das kann man mit der Schnabeltasse. Aber ich sage, nee, komm, Arsch lecken. Ja, mein Vater hat immer aus einem ordentlichen Glas getrunken. Der kriegt jetzt hier aus dem Glas. Und wenn er sich halt ansabbelt, dann kriegt er neue Pyjama angezogen. Das ist doch eh scheißegal. Ja? Und dann hat er das Glas genommen mit beiden Händen. Ich habe ihm dann so hochgeholfen, aber er war wirklich nur noch irgendwie matsch. Und dann hat er das Glas genommen, so zittrigen Fingern hat er es dann so, und dann hat er das aber so unk. Und dann habe ich gesagt, Vater, wir haben langsam. Wir haben den ganzen Tag Zeit. Ich habe eine ganze Flasche mit. Ja? Also, du hast Zeit, du kannst ganz, ach Gott, das ist alles gut und so. Ne? Und dann abgesetzt, dann habe ich gesagt, wie schmeckt es? Und dann hat er gesagt, wunderbar. Das waren die letzten Worte, die mein Vater gesagt hat. Halb Stunde später war er tot. Und ich bin bis heute so dankbar, dass ich das habe erleben können. Ja? Und da steht mir jetzt fast wieder die Tränen in den Augen so ein bisschen, weil das ist so wie wir eigentlich abgehen. Ja? Dass noch jemand von der Familie, meine Mutter war natürlich die ganze Zeit dabei. Und wie? Ja, wir waren ja nur ein Krankenschwester im Zweiten Weltkrieg, die hat ihn fast zu Tode gepflegt. Der musste dann auch mal was sagen, Rudolf, jetzt leg dich mal nach rechts, ja, sonst kann ich das ja gar nicht. Wie halt so alte Ehepaare sind, ja. Und aber ich habe dann noch so einen intimen
Moment mit meinem Vater erlebt, so einen engen Moment mit meinem Vater erlebt, dem noch ein Glas Wein geben zu können. Der Mann, der ja sein Leben um den Wein gestrickt hat. Und der noch gesagt hat, wunderbar, und dann war er tot. Das war geil. Das war geil, ja. In dem Wein war übrigens auch SO2 und er war filtriert. Aber wahrscheinlich ist er ja daran gestorben, weil es kein Natural war. Ja. Nein, Jokes müssen wir mal machen. Ich bin ein riesen Monty Python-Fan. Also von daher gesehen mache ich auch mal gerne mal ein Witzchen. Das darf man nicht immer gleich in den falschen Hals kriegen. Also man muss auch mal ein bisschen locker bleiben und auch mal. Ja, nein, das gehört dazu. Nicht alles. Wein erfreut das Menschenherz. So ist es. Nicht das alles so ernst nehmen. Nicht so dogmatisch sein. Niemals dogmatisch sein. Niemals. Man sperrt sich ja in ein Gefängnis selbst ein und. Von daher gesehen bringt es nichts. Nee, lieber Flasche auf, aufmachen. Seele aufmachen, Kopf aufmachen, Herz aufmachen, Tür aufmachen, Flasche aufmachen. Ja, und die Wurstdose aufmachen. Ist auch gut, ja. Und wenn ein Veganer vorbeikommt, dann kriegt er halt was anderes aufgemacht. Ja, mach mal, weiß ich nicht, was macht man als Veganer auf? Boah. Ich weiß es nicht. Eier kannst du auch nicht aufschlagen. Das wird schwierig. Ja, aber es ist alles okay und lebe dein Leben, so wie du dir das vorstellst, und dann ist alles gut. Richtig. Christoph, genau. Ich bedanke mich bei dir. Ja, ich bedanke mich, dass du den Weg zu uns gefunden hast, oder hier ins Weingut, zu mir und meiner Familie, und hat mir riesen Spaß gemacht, und anytime again, my friend. So schaut's aus. Genau. In diesem Sinne. Na? Christoph, mach's gut. Hau rein. Ciao. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann bewerte mich auf iTunes. Wenn du Fragen hast oder mehr Informationen zum Thema Wein suchst, dann schau auf meiner Website wein-verstehen.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.